Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schreibt mir aber auch in die Kommentare, welche Videos ihr als nächstes sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort sind wir auch ganz, ganz kurz vor den 100 Followern. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den neuen Hugo-Skin. Dort haben wir sogar ein integriertes Emote tatsächlich. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Stile an. Einmal haben wir hier nämlich den Standardstil und dann noch den mit den Sonnenbrillen auf einfach. Dazu gibt es dann noch natürlich ein Backpack und dann das Messerkunst-Emote als integriertes Emote. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ist eigentlich ganz cool, wenn man vor allem bei dem blauen Skin noch ein integriertes Emote dazu hat. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann gibt es dazu noch die Butterfly-Messer als Spitzhacken. Die haben sogar so einen leichten Glanzeffekt da drauf. Dann haben wir als nächstes den Riley-Skin hier wieder im Shop. Dazu dann die Wild Axe-Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Omen-Skin. Dazu dann die Orakelhacke als Spitzhacke. Heute tatsächlich immer nur relativ kleine Sets, sonst haben wir ja, also beispielsweise gestern hatten wir ein Set mit 6 verschiedenen Teilen und heute nur Sets mit 2 verschiedenen. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes noch die Raufbolden, dann die Magma-Lackierung, war eben halt die erste Lackierung, die tatsächlich animiert war. Dort konnte man eben halt noch nicht erahnen, dass auch irgendwann blaue Lackierungen reinkommen, die animiert sind. Und mittlerweile ist es eben halt definitiv keine besondere epische animierte Lackierung mehr. Deshalb hätte ich sie mir jetzt auch nicht mehr gekauft, aber kann man eben halt leider nicht mehr rückgängig machen. Dann aber als nächstes den kleinen Schritte-Emote. Ist auch ein Synchron-Emote. Das heißt, ihr könnt das mit jemand anderem gleichzeitig ausführen. Dann haben wir den Facetten-Skin noch, dann den Twist-Emote. Und als nächstes noch den Knacks-Emote. Das war's dann mit dem neuen Shop-Video. Wir haben heute auch gar nicht mehr die ganzen Skins drin. Hier von den Sonderangeboten, die zum Konzert drin waren. Und deshalb haben wir heute mal wieder nur einen kleineren Shop. Morgen wird ja auch wahrscheinlich das Update kommen oder vielleicht auch Mittwoch. Ist ja immer ein bisschen Zufall. Manchmal kommt es Dienstag, manchmal Mittwoch. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ich werde natürlich auch dann alle Informationen zum Update zusammenfassen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.